Hallo und herzlich willkommen zu einem Update heute am Börsenmittwoch. Ja, hinter mir im Handelssaal, da geht es relativ ruhig zu. Wir kleben gerade so ein bisschen rund um die Nulllinie. 15.990 Punkte heißt die Marke von 16.000. Psychologisch ja wichtig für uns. Die ist nach wie vor noch in Griff, in Reichweite. Brauchen wir aber klar einen starken Impuls zu. Naja, und ob es für den momentan ausreicht, wo wir ja nächste Woche die große Woche der Zinsentscheidungen haben. Da kommt nämlich nicht nur die Federal Reserve aus den Vereinigten Staaten auf uns zu, sondern auch die Europäische Zentralbank. Ja, und da geht ja momentan das Rätselraten tatsächlich weiter. Gerade in den USA wird Jerome Powell am 14. Juni eine Zinspause einlegen oder wird er den Zins nochmal um 25 Basispunkte erhöhen? Da wird er sicherlich vorher halt eben auch auf die Inflationsdaten schauen. Die kommen nämlich nächste Woche auch aus den USA. Den Arbeitsmarktbericht, den haben wir ja bereits letzte Woche abgearbeitet. Also, da ist natürlich momentan jede Menge Rätselraten unterwegs, jede Menge Fragezeichen im Gesichter der Anleger. Und solange könnte es durchaus sein, dass hier die Füße an den Börsen stillgehalten werden. Das haben wir ja auch schon innerhalb dieser Woche nicht nur in Deutschland gesehen, sondern vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten. Ja, apropos Deutschland, meine die Eurozone mit Christine Lagarde wird wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, tatsächlich die Zinsen noch mal weiter anzuheben. Wir liegen ja gerade mal bei 3,5% im Zinssatz. Und wenn wir auf die Inflation schauen, 6,1%, Zielkorridor 2%. Also da ist man natürlich noch ein ordentliches Stück weit von entfernt. Also Zinsanhebungen in der Eurozone, also somit schon eher eine ausgemachte Sache als halt eben in den Vereinigten Staaten. Das ist das bestimmte Thema aktuell und wie gesagt, bis nächste Woche könnte es da durchaus, Entschuldigung, noch ein bisschen stiller zugehen. Also alles in abwartender Haltung. Schauen wir mal auf den heutigen Handelstag. Ja, da haben wir die China-Exporte gehabt, aber die sind nach wie vor schwächer ausgefallen. Das Thema Corona drückt und drängt ja nach wie vor noch in China und mittlerweile halt eben auch auf die Wirtschaft und somit auf die Exporte. Und dass die etwas schwächer ausgefallen sind, naja, kam im Markt natürlich nicht so richtig gut an, hatte man aber so schon fast erwartet. Naja, und bei uns halt eben hier das große Thema Industrieproduktion. Ja, die ist zwar mit 0,3% gestiegen, aber diese 0,3%, die liegen weit unter den Erwartungen letztlich der Analysten. Also auch das natürlich ein Thema, was klar natürlich für die EZB, für Christine Lagarde wichtig ist. Nun schauen wir mal auf ein paar Einzelwerte, die heute zugewinnen können. Das sind vor allen Dingen Versorger und da ist es eher, ja, da haben wir von der Bundesnetzagentur gehört, die will wohl dafür sorgen, dass die Versorger mehr Rendite erwirtschaften können, höhere Renditen erwirtschaften können. Und das passt natürlich ganz klar der E.ON und seinen Anlegern heute in das Bild hinein. Ansonsten sehen wir noch Technologie nach wie vor gefragt. Dazu zählt ja in Deutschland unter den DAX 40 vor allen Dingen dann die Infineon-Aktie. Dann haben wir die Commerzbank. Die Nachricht zwar schon von Anfang der Woche, da will man ja für 122 Millionen Euro Aktien zurückkaufen, dann halt eben auch einziehen. Das dürfte den Kurs natürlich sehr, sehr stützen und kommt natürlich auch heute mal irgendwann bei den Anlegern an. Commerzbank also heute mit unter den Top 5 der gefragten Werte. Ja, und wer jetzt mal vom Minus ins Plus reingedreht ist, allerdings wirklich eine rein charttechnische Angelegenheit, das ist die Aktie von Vonovia. Ja, die Immobilienkonzerne haben es ja nicht einfach aktuell. Die erhöhten Zinsen, die drücken und drängen natürlich auf den Immobilienkonzernen. Dazu halt eben Fachkräftemangel, den man natürlich braucht, die Fachkräfte, um halt eben weitere Wohnungen zu bauen, respektive fertigzustellen. Hohe Energiepreise, das alles ist natürlich etwas, was die Immobilienkonzerne gar nicht vertragen können. Und da haben wir ja schon von einigen auch gehört, dass sie ihre Dividende in diesem Zug komplett aktuell streichen, um halt eben mehr Barmittelreserven zu haben. Also da wird man in Zukunft sicherlich noch ein Auge drauflegen, aber wenn ich mir den Kurs von Vonovia mal so anschaue, die kam von auf Jahressicht von über 50 Euro, liegt jetzt mittlerweile weit unter 20 Euro. Also da ist natürlich schon einiges an Porzellan zerschlagen.
vorgeschlagen worden. Und man hat ja auch von Vonovias Seite aus gesagt, man hat noch 3.500 Wohnungen. Die wird man fertigstellen. Aber Neubauprojekte fasst man da ob des Geldes aktuell nicht an. Also auch die Immobilienkonzerne da natürlich klar in Bezug auf Klimaschutz, auf das, was da in Zukunft eingebaut werden soll, natürlich verunsichert. Ja, apropos verunsichert, schauen wir mal auf die untere Liga, auf die Top 5 Verlierer. Da sehen wir mal eine Siemens Healthineers. Rein charttechnisch sehen wir da heute ganz klar mal Gewinnmitnahmen. Dann haben wir eine Kia gehen, die unten liegt. Da sagt die Schweizer Großbank UBS, sie bezeichnet die Aktie als nur neutral und bleibt bei dem Kursziel von 50 Euro. Das scheint heute tatsächlich den Anlegern nicht so hundertprozentig zu verfallen. Naja, und die Deutsche Telekom mal wieder unten. Das ist das gleiche Thema, wie wir letzte Woche Freitag schon hatten. Also Thema Amazon steigt in den Mobilfunkmarkt in den Vereinigten Staaten ein. Der hat ja letzte Woche dafür gesorgt, dass die Deutsche Telekom 9,1% verloren hat. Dann hat sie Montag, Dienstag versucht, das bisschen wieder rauszuholen. Heute mal wieder im Minus, obwohl diese Nachricht ja von Amazon dementiert worden ist, dass man gesagt hat, nein, wir gehen da gar nicht in diese Mobilfunknetze rein. Ja, also da haben wir momentan sehr, sehr widersprüchliche Aussagen, denn man hat auch schon im Markt gehört, dass angeblich Amazon mit den großen Netzbetreibern, nämlich mit T-Mobile US, genauso wie mit Dish oder AT&T und Verizon, Gespräche aufgenommen hätte. Aber auch das wurde letzte Woche dementiert. Meinen Kommentar dazu haben Sie am Montag gehört. Ich habe, wie gesagt, dazu mal kurz Stellung bezogen, denn ich sage, da wo Rauch ist und selbst wenn es nur ein bisschen ist, könnte eine kleine Flamme sein. Also für Amazon würde die Geschichte Sinn machen. Nicht nur, dass man sagt, hier, wir nehmen $10 pro Monat, wenn du halt eben dann noch umsonst telefonieren willst oder telefonieren willst, oder aber ein erweitertes Angebot für die Prime-Kunden zu bieten, die dann gar nichts bezahlen würden, respektive Neukunden zu generieren in den Prime-Bereich über das Angebot, unter anderem auch Mobilfunknetzanbieter zu sein. Also da dürfen wir ein paar Fragezeichen hintermachen. So ganz raus ist die Geschichte also noch lange nicht. Es wird hier viel spekuliert, aber heute halt eben eher zu Ungunsten der Deutschen Telekom. Ja, das war's von meiner Seite aus. Morgen in vielen Bundesländern Feiertag, von Leichnamstag hier an der Deutschen Börse. Ihr im Handelssaal hinter mir wird allerdings morgen gehandelt. Können Sie also dementsprechend auch am Handel teilnehmen. Wir sehen uns dann am Montag wieder.